Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Dann habe ich keine Stahlrohre. Warum habe ich jetzt keine Stahlrohre dabei? Habe ich die Stahlrohre in die Kiste ge... Ne, die Kiste habe ich ja schon wieder eingepsackt. Warum habe ich keine Stahlrohre? Mist. Das ist jetzt ärgerlich. Gut, dann machen wir es jetzt erstmal ohne. Und ich hole es dann irgendwann nach. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es hier rausschaffen. Wir können hier sogar ins Wasser setzen. Das ist ja optimal. So, machen wir dasselbe Spielchen hier nochmal. Jetzt sehe ich wieder nicht, ob ich es treffe oder nicht. Ja, doch. Einen noch. Okay. Okay, funktioniert. Jetzt muss ich aber doch kurz zurücklaufen. Und zwar hätte ich nämlich gern noch einen schönen Screenshot von hier. Ist doch ein tolles Bild. Wenn ich die Waffe nicht in der Hand hätte. Ja. So ist gut. Fusionator. Ist zu lang. Müssen wir das Ding nochmal so bauen. Okay, jetzt steht es näher dran. Das heißt, wir kriegen es einfacher hin. So, jetzt muss ich die... Oh, nein. Jetzt muss ich die, glaube ich, noch einstellen, damit sie wissen, was sie produzieren müssen. Weil ich kann es ja so ohne Strom jetzt noch nicht testen. Ja, können wir einfach drüber laufen.
Ja, ist schon länger her, dass wir hier waren, ne? Spreng bei Öl? Haben wir das damals nicht schon gemacht gehabt? Muss ich doch jetzt glatt mal schauen. Sicher bin ich mir nicht. Dachte, ich hätte es gemacht. Vielleicht habe ich auch nur vergessen, das Signal zu entfernen. Eine Nuss haben wir da auf jeden Fall nicht mehr. Wo ist die Markierung hin? Hier. Hier ist unser Signal. Und hier haben wir anscheinend was rausgesprengt. Ist also doch schon erledigt. Ja, Nüsse. Habe ich die Insel hier nicht komplett erkundet gehabt? Ich hatte damals nur die Nüsse übersehen. Und die Bärchen. Da habe ich sie mitgenommen. Merkwürdig. Rohquarz. Ich müsste eigentlich glatt schauen, ob man da hochkommt, weil da ist dann garantiert wieder was Schönes da oben drin. Drauf. Das würde ich dann ungern da lassen. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das natürlich mit. Wenn wir es hochschaffen. Wow. Helfen wir uns ein bisschen. Ist das jetzt eigentlich halb gecheatet oder nicht? Eigentlich benutze ich ja nur die Spielmechaniken. Also, wow, würde ich nicht sagen, dass es cheaten ist. Aber irgendwie muss man ja hochkommen. Oder waren wir sogar schon mal hier oben? Ja, jetzt sind wir hier oben und es ist leider nichts da. Na, hier geht's jetzt nur wieder runter. Weltende? Sieht aus wie das Weltende, oder? So abgeschnitten. Irgendwie schade, hier oben ist nichts. Aber auch eine tolle Aussicht. Da hinten waren wir auch noch nicht. Das ist, glaube ich, das Startgebiet der Wüste. Da hinten drin. Aber sieht auch geil aus, dieser Durchgang in der Mitte von dem Berg. Nehmen wir auf jeden Fall die ganzen Fundamente wieder mit. Sieht es nicht ganz so bescheuert aus. Ich werde es. Ne, ich schaffe das nicht aufs Dach. Schade.
So, jetzt ist auf jeden Fall der erste Step geschafft. Jetzt geht's weiter zur Weiterverarbeitung. Bin ich echt mal gespannt, sobald wir dann alles auf einmal einschalten. Am Ende fliegt gleich wieder die Sicherung raus, weil nicht mal unser Notstromaggregat mehr ausreicht. Haben wir da vielleicht noch Stahlbohrer drin? Nee, haben wir nicht. Aber Sprit. Machen wir mal so. Und so. Oh, Schnecken haben wir auch noch hier drin. Eigentlich wollte ich das hier reinfüllen. Und die Blümchen können auch hier rein. Okay. Ich habe ein bisschen Kram aus meinem Inventar geworfen, weil ich Platz gebraucht habe. Ich habe gedacht, ich kriege alle Baumaterialien ins Inventar, wo ich brauche, aber es wurde dann immer mehr und hat dann doch nicht mehr ausgereicht. Und da war aber alles aus dem Inventar draußen gelassen, was ich rausgeräumt hatte. Aber es war ja trotzdem relativ voll, als wir hergefahren sind. So, diesen Brennstoff müssen wir ja nicht mehr irgendwie separat leiten. Wir nutzen einfach diese Leitung, die wir schon haben. Die reicht da vollkommen aus. Transportiert genug. Und können es dann auch direkt so nutzen. Wenigstens etwas. Wir müssen es halt nur zusammen mit der verdichteten Kohle zur neuen Halle rausführen. Aber jetzt waren wir wenigstens mal wieder mit dem Buggy unterwegs. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ruckel die Kuh. Das sind immer solche kleinen Abschnitte und die ruckeln dann wie wahnsinnig. Und andere wiederum laufen dann ganz flüssig, als wäre da gar nichts. So. Schauen wir mal, was haben wir denn? Ich brauche noch ein bisschen Beton, das reicht nicht. Mit. Dann brauche ich noch ein paar Eisenplatten. Ist halt jetzt doof, es fühlt sich ja nichts auf, wenn es leer ist. So, da können wir auch ganz normal durchlaufen, ohne dass er rumblubbert. So, da ist unser Brennstoff. Und wo ist eigentlich die verdichtete Kohle? Muss ich mal auf den Spickzettel schauen. Wo haben wir die... Die verdichtete Kohle ist da, wo der Superbrennstoff ist. Ha! Nur habe ich noch keinen Superbrennstoff drin. Vom Sprit zwei weiter. Das heißt, oh, müsste eigentlich hier ganz oben sein. Ja, da ist er. Sehr schön.
müssen wir noch eins hoch. Ah, Speicherfreeze. Noch eins. Wo leite ich denn das hin? Ach so. Genau, das leite ich ja. Ach, stimmt ja. Notstrom und so. Das gibt dann Kuddelmuddel. Das langt nicht bis hierhin. Aber wir setzen das mal hier eins höher. Das heißt, wir gehen hier unten drunter. Das müsste ja die Kohle sein. Dann kreuzen wir da. Und von da lassen wir es noch ein paar Mal kreuzen und kommen dann hier oben drüber. So würde ich das mal machen. Und dann folgen wir einfach mal dem Strang. Zu dem Punkt, wo wir dann abweichen und unseren eigenen Weg gehen. Das könnte eigentlich dann hier an der Stelle sein. Genau, aber wir wollen jetzt nicht hier rüber, sondern hier lang. Das heißt, wir müssen dann hier abzwacken. Machen wir 7 hoch. Das ist genau die Kohle. Dann brauchen wir einen Splitter. Gut sieht's aus. Haben sie ja schon fast fertig. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass auch meine Materialien gleich leer gehen. Aber okay, wir sind ja jetzt nicht so ewig weit weg vom Lager. Können wir nochmal schnell holen gehen. Dieser Bau verschlingt halt schon einiges, ne? So, gehen wir kurz hoch. Wir haben es ja. Hier muss ich rein. Gerade noch ein bisschen nachtanken. So.
Das können wir hier hinsetzen. Haben wir wieder einen Platz eingespart. Davon habe ich noch genug. Davon habe ich genug. Oh, Eisenstangen haben wir auch. Nur noch 3 Stück dabei. Gut, dass ich da jetzt auch schnell nochmal danach geguckt habe. Komm, mach mal 300 raus. Da habe ich schon mal für den für die Vorbereitung Zeug rausgeholt. Also eigentlich müsste das dann auch ziemlich bald leer laufen. Weil das sind jetzt nur noch diese Zwischenpuffer, die jetzt leer gemacht werden. Warum ist hier so eine Lücke frei? Hm. Man weiß es nicht. So. Jetzt bleibe ich aber kurz stehen, weil ich muss an der Stelle mal kurz die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns auch, wenn ich das so richtig sehe auf der Uhr gerade, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.